3 Wochen hat das gedauert. Aber Sie haben zwischenzeitlich noch was zu essen bekommen? Zwischendurch sicher. Zuerst haben wir noch Suppe bekommen. Nachher kein frisches Brot mehr. Da haben wir trockenes Brot bekommen. Kann man ja trocknen. Da muss man selber gute Zähne haben. Abbeißen und am Mund halten, das aufweichen, dann kann man schlucken. Das haben wir zum Flug. Und ganz kleine Fische. Die waren derart salzig. Nee, wir haben das gegessen, vor Hunger. Und da kriegte man Durst. Ja, Wodi, Nader, nötig Wasser. Da bringt es ab und zu, kam ein Eimer dabei. Ist ein Eimer Wasser für 40, 50 Personen. Das war das Schlimmste, der Durst. Nachher haben wir die Fische ja nicht mehr gegessen. Haben wir lieber gehungert. Da sind wir dann so 3 Wochen hin und her gefahren. Und eigentlich kannten sie aus, die sind in Slomenz und so weiter. Wir fahren Richtung Moskau. Wir sind aber nicht Richtung Moskau, sind wir nicht gefahren. Gelandet sind wir dann in Wladimir. Wo ist das ungefähr? Es ist 200 Kilometer von Moskau ab. Da war Schluss. 2 Jungs wurden, die blieben stehen. Die anderen blieben auch stehen, aber meine Jungs wurden angehängt, die fuhren weiter. Naja, fahren wir weiter. Aber nicht allzu weit, vielleicht 20, 30 Kilometer oder 40 Kilometer nach Kirschatz. Wir wussten ja nicht, wo wir waren. Ausgeladen, in LKW verladen und dann ab. Also, das war über Stock und über Stein. Wir haben uns festgehalten, sag ich, wo das mal landen war, da muss ich da. Ja, und plötzlich kam man dann im Wald, in einem Waldlager an. Da waren schon welche. Wir waren erschrocken, wie die aussahen. Sag ich, Mensch, wie seht ihr denn aus? Seid ihr lebendige Tote? Ja, wach mal, sagte, wenn ihr mal den Mund aufzweigt, ihr seid jedes oder die andere. Ihr seid Nachschub. Nachschub zum Sterben, sagten die. Das war nach 3 Wochen, das war so Anfang Juni. Anfang Juni war das. Oder Mitte Juni, ich weiß da nicht mehr genau. Ja, und dann, wo waren wir stehen? Ja, Anfang Juni. Kamen Sie dann in das Lager? Ja, da kamen wir nach Kirschatz. Da waren wir angekommen. Da waren wir die lagen tief in der Erde mit Wellblech oben drüber. Und mit großen Yang. Und dann, der lag etwas höher, da schliefen wir drauf. Da waren Bretter drauf. Ja, unsere Aufgabe war es denn, der russische Kommandant an das Antreten. Er ist noch nicht an das Antreten, wurden gezählt. Wie sprach der? Der sprach zu euch Russisch? Das wurde übersetzt, der sprach Russisch. Wir hatten einen Dolmetscher dabei, der war auch Lagerkommandant. Von Oberschlesien war der und so weiter. Der sprach Deutsch. Ich muss sagen, der sprach Russisch. Der Deutsche, der sprach Russisch. Ja, wurde das übersetzt. Und unsere Aufgabe ist es hier, Bäume zu fällen und die Stumpen rausholen. An der Morgen kriegte jeder eine Schrotzähe, die halb scharf war, und eine Axt, die stumpf war. Ich hatte mich angefreundet mit dem Willi Felten im Bajon. Der wurde noch zum Schluss reingeschoben von den Russen in Posen. Wo sind wir denn hier? Auf Platz. Sag ich, komm mal hoch, sag ich. Wir sind Landsmänner, das hörte ich doch. Da ist noch ein Platz, kam bei mir. Ja, mit 2 waren dann auch, haben uns weiter angefreundet da. Ja, sag ich, will, jetzt muss man gucken hier. Ja. Unmöglich. Wenn man einen Stumpen überhaupt rausholte mit tiefen Wurzeln, ja, dann musste man länger arbeiten. Wie lange hat es gedauert, bis man so einen Stumpfen rausgeholt hat? Ach, Stumpfen, 2-3 Stunden. Da waren dicke Bäume, holen Sie die mal raus.
Und dann müssen wir erstmal alles freimachen. Da kriegt man eine Schroze, um die Wurzel abzuschneiden. Das kriegt man ja nicht hundertprozentig raus. Einige haben das geschafft, die kriegten dann einen Zuschlag. Die haben ihre Norm erfüllt, die Norm überhaupt nicht erfüllt. Konnte kein Mensch erfüllen. Und dann das Schönste war dabei. Und dann musste man länger arbeiten. No. Ach, ich will, sag ich, komm, die holen bis 8 Uhr. So, man reinhören, dann kriegt man so Suppe. Und Blocher Rabotte. Ja. Haben wir gesagt, nicht möglich, geht nicht. Hier, Material, schlecht. Ja, und einige, die haben das tatsächlich, die waren noch kräftiger. Wir haben so ja keine Mühe. Ich sage, ich will kommen, sage ich. Das schaffen wir sowieso nicht. Lass sie schimpfen. Solange sie es schlagen, nicht halb totschlagen, machen wir nichts. Ja, und da sind wir denn da. Da kam der Kommandant abends beim Zählappell. Die Russen können ja nicht zählen. Fünf Reihen waren, zwar waren mittlerweile 300 Mann da. Ras, zwei, drei, vier, Tiere, Piet. Die Reihen. Und dann, da standen die nicht genau hintereinander. Dann hat er seine Zahl vergessen. Da hat er geschimpft, Job, Herr Matt. Ras, zwei. Und dann hat er gesagt, so, jetzt bleib stehen. Und wurde gesetzt. Dinge rein. Wir standen da und standen da, anderthalb Stunden. Da kam er wieder. Ja, da haben wir natürlich selber, wer drauf gelegt, da haben wir vernünftig standen. Ja, da hat er dann gezählt. Und wenn wir da waren, ja, dann kriegt man unser Essen noch. Die anderen hatten schon teilweise. Ja, ja, da haben wir es hingeholt. Aber mit einer alten Decke, wie aussehen konnte man sich ja nicht, ne? War unmöglich. Aber. Ja, es dauerte natürlich nicht lange. Läuse, Flöhe, Wanzen. Wanzen, das ist ein Ungeziefer, was ich keinen empfehlen würde. Läuse, ja nichts dagegen. Flöhe auch nicht, aber Wanzen, die fallen. Die fielen vom Wellblech da oben runter, von dem Balken, im Gesicht. Ich hatte so alles zerstochen. Die Hände zerstochen. Und das juckt nachher. Und einige, die lagen da, den hat sie ja nicht ausgemacht. Den ihre Blut wollten die nicht. Aber wollten mein Blut, noch andere auch. Ich konnte nicht schlafen. Das habe ich gemacht. Bin nach draußen gegangen, Wetter war gut. Decke mitgenommen, ich draußen in die Augen. War ein großes, räumiges Lager. Also abholen war unmöglich, da haben wir ja nicht dran gedacht. Und dann haben wir denn da, das hat sich so drei, und dann musste man abends manchmal antreten, marschieren, der hat ja wieder, der war wieder voll, der Lagerkommandant und der Russe. Und deutsche Soldaten, die da singen, fern bei See, dann und so weiter. Und dann kam ein Paradeschritt, die Beine hoch. Wer die Beine am höchsten war, der kriegt einen Tabak. Standen uns allen zu, ja, der verteilt, nach seinen Gedüngen. Ja. Das passierte jeden zweiten, dritten Tag, wenn er genug Stoff hatte. Ihr habt selbst aber kein Alkohol bekommen? Nix. Ach, kaufen, wo soll man den kaufen? Lieber Gott. Ja, jedenfalls, dann kam plötzlich, überraschend, ohne Anmelden, eine Kommission aus Russland. Die sah, mittags kamen die an, wenn wir Essen kriegten, wie die Gestalten sahen. Am zweiten Tag später war Lager aufgelöst. Sofort aufgelöst. Und die ganzen, die mehr konnten, die im Revier lagen, die sind sofort abgeschoben worden nach Kamischkowo, wie ich später erfahren habe, im Kriegsgefangenenlazarett.